Ja, wunderschönen guten Abend auch von mir, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Dr. Hafert, lieber Herr Dr. Wilhelm. Lassen Sie mich gleich zu Anfang dick auftragen, vielleicht etwas zu dick, aber es stimmt ja schon. Und Sie, Herr Hafert, schreiben es ja auch selbst, zumindest stets im Klappentext. Vielleicht hat es ja auch der Verlag sich ausgedacht. Der Konflikt zwischen Stadt und Land ist einer der wirkmächtigsten Konflikte unserer Zeit. Mit Folgen nicht nur in den USA, in Frankreich oder Großbritannien. Auch hierzulande scheinen sich die Gräben zu vertiefen. Das Land, heißt es, sei abgehängt worden. Dörfer und Kleinstädte schrumpfen, altern, verlieren ihre Möglichkeiten und Perspektiven. Wer nicht in die Großstädte und Metropolen ziehen kann oder will, wird zurückgelassen. Folglich, so lautet die Erzählung, die wir kennen, bricht sich auf dem Land der Frustbahn. Nicht nur, wie hier am Beispiel von Lötz wir sehr gut sehen können, und ich glaube, das Bild wird sich im Verlauf der Diskussion auch weiter ausdifferenzieren, aber eben doch häufig genug wird gerade auf dem Land Protest und Rechtspopulismus gewählt. In den Metropolen schaut man mit Befremden, Unverständnis, bisweilen sogar mit Verachtung auf das Land herab. Dunkeldeutschland, Globalisierungsverlierer. Wer auf dem Land lebt, muss schon einiges schlucken. Aber klar, solche Invektiven haben auf dem Land ihr Pendant. Die Metropolen, sagt man da, seien abgehoben. Das politische Berlin eine Blase. Über die Spaltung und wie man gegensteuern soll, ist viel wissenschaftliche Literatur geschrieben worden. Warum haben wir also ausgerechnet Herrn Dr. Hafert eingeladen, könnte man fragen. Zu viel will ich jetzt nicht vorwegnehmen, so viel aber schon. Lukas Hafert, finde ich, hat die Perspektive auf den Stadt-Land-Konflikt auf schlaue Weise ein Stück weit verschoben. Treiber des Konfliktes sind bei ihm nämlich nicht zuerst oder jedenfalls nicht allein vermeintlich frustrierte, abgehängte Landbewohner, sondern auch ein urbanes Milieu, das sich politisch-kulturell vom Rest des Landes abgekoppelt hat. Vielmehr, so Hafert, und ich zitiere jetzt, sind es die Stadtzentren, nicht die Dörfer, die sich in politischen Einstellungen und Wahlverhalten am stärksten vom Rest des Landes unterscheiden. Eine Perspektive, mit der dachten wir uns zumindest im ländlichen Raum, man wohl besonders gut diskutieren könnte. Ich darf Sie also im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung herzlich begrüßen. Für Stadt und Land und wie man dem Konflikt begegnen kann, interessieren wir uns in besonderer Weise. Allerdings, das sage ich auch, manches von dem, was Lukas Hafert schreibt und vor allem die Prognosen, die er in seinem Buch formuliert, werden uns wahrscheinlich nicht unbedingt durchweg behagen. Umso mehr freue ich mich auf die Debatte und auf den Austausch. Gutes Gelingen Ihnen beiden und uns allen viel Vergnügen und Erkenntnis. Herzlichen Dank. Also Sie sind in Bochum geboren, sind dort auch aufgewachsen, dort auch zur Schule gegangen. Und wenn man sich dann aber Ihren weiteren Lebensweg anschaut, Studium der Volkswirtschaftslehre in Münster und in St. Gallen, Promotionsstudium in Köln, dann weitere berufliche Stationen Florenz, Georgetown, Harvard, Berlin und jetzt im Augenblick Lehre an der Universität Zürich, dann sind das irgendwie alles Städte, Metropolen. Sind Sie ein Stadtmensch? Ja, vielen Dank. Guten Abend. Ich freue mich sehr auf die Diskussion, freue mich sehr, hier zu sein. Ich glaube, in Bochum wäre jeder glücklich, wenn man sagt, Bochum ist eine Metropole. Na klar, Sie haben natürlich vollkommen recht. Also wenn man sich entscheidet, an der Uni zu arbeiten, dann verbringt man sein Leben quasi automatisch in mittelgroßen bis sehr großen Städten. Und ich fühle mich da auch hinreichend wohl, dass ich irgendwie nicht das Bedürfnis habe, daran was zu ändern. Und in diesem Sinne, klar, natürlich bin ich ein Stadtmensch. Und inwiefern das dann eine Anmaßung ist, wenn man immer nur in der Stadt gelebt hat, sich zu diesem Thema zu äußern, wenn wir vielleicht im Laufe des Abends noch ein bisschen erörtern können. Ja, eine Ihrer Einstiegsthesen, die liest man auch gleich auf dem Klappentext, wird geschrieben, bei keiner Bundestagswahl war der Stadt-Land-Kram so tief wie bei der Bundestagswahl 2021. Woran machen Sie das fest? Daran, wie unterschiedlich gewählt wird in unterschiedlichen Regionen. Also natürlich ist schon immer unterschiedlich gewählt worden in Stadt und Land.
In Städten ist lange sehr, sehr überwiegend sozialdemokratisch gewählt worden. Auf dem Land ist immer schon eher konservativ gewählt worden. Aber es gab eigentlich sehr lange in Deutschland keine Parteien mit so einem ganz eindeutigen geografischen Profil. Ja, also die Union war immer auch in Städten relevant und wichtig und wettbewerbsfähig. Und die SPD hat immer auch, jedenfalls in Teilen von Deutschland, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, ja auch ländliche Wahlkreise gewonnen, tut das ja auch jetzt wieder. Aber was eben neu ist, ist, dass wir jetzt zwei Parteien haben mit einem sehr eindeutigen geografischen Profil. Etwas schwächer die AfD mit einem deutlich ländlichen Profil und ganz eindeutig eben die Grünen mit einem ganz eindeutig städtischen Profil. Und wenn man das jetzt so an einer Zahl festmachen möchte, kann man sich eben fragen, wo wohnt eigentlich der durchschnittliche Wähler dieser Parteien? Ja, also was ist so, wenn man sich anschaut über alle Wahlkreise hinweg, wo wohnen die Wähler dieser Parteien, wo wohnt dann der durchschnittliche Grünenwähler, wo wohnt der durchschnittliche AfD-Wähler? Und sozusagen so weit auseinander, von der Art der Wahlkreise her, so groß war der Unterschied eben noch nie zwischen den Parteien mit den deutlichsten geografischen Profilen. Sie sagen in Ihrem Buch, der eigentliche Gewinner dieser Polarisierung sind eigentlich die Grünen. Vielleicht können Sie das nochmal ausführen. Die kommen ja hier bei uns fast gar nicht vor. Ich hatte extra nochmal für Lötz und Region das Ergebnis der Grünen bei der letzten Landtagswahl rausgesucht. 3,71%. Das bestätigt eigentlich Ihre These. Genau, also Gewinner ist ja erstmal nochmal so ein bisschen eine andere Frage, ne? Aber sagen wir, also die eigentlichen Repräsentanten jedenfalls dieses Gegensatzes sind zunächst mal die Grünen. Im Sinne von, wenn man vorhersagen möchte, wo die Grünen besonders gut abschneiden, dann muss man im Wesentlichen wissen, gibt es da eine Uni oder gibt es da keine Uni? Und dann hat man schon extrem viel erklärt. Und das Wählerprofil der AfD ist eben geografisch doch ein bisschen diffiziler. Sozusagen diese einfache Übertragung nach dem Motto, wir kennen das aus den USA, irgendwie auf dem Land, die wählen alle Trump. Und genau so ist es in Deutschland, auf dem Land, die wählen alle AfD. Das ist eben doch in Deutschland nicht ganz so einfach. Und in diesem Sinne sind erstmal die Grünen der eigentliche Repräsentant. Denn bei denen ist das wirklich ganz genau so einfach. Wenn sie die Wahlkreise von ganz ländlich bis ganz städtisch sortieren, haben sie eigentlich das grüne Wahlergebnis ziemlich präzise vorhergesagt. Solche Arten von Konflikten machen es ja bestimmten Parteien leichter und anderen Parteien schwieriger. Also so ein Konflikt kann ja eine Partei auch zerreißen oder das dazu führen, dass es in der Partei unterschiedliche Lager gibt. Wie sollen wir damit umgehen? Wie sollen wir uns da positionieren? Ich glaube, so ein bisschen spielte Herr Postert in der Einleitung auch darauf an, sagen, dass das vielleicht für die CDU ein Problem sein könnte. Und für die Grünen ist das eben kein Problem. Die sind sagen, so klar aufgestellt, dass wenn über solche Fragen gestritten wird, natürlich die Leute oder an den Orten, wo sehr stark die Grünen gewählt werden, das ist für die kein Problem. Vielleicht doch nochmal auf Mecklenburg-Vorpommern eingehen. Das scheint ja ein bisschen dann doch aus der Reihe zu scheren. Gut, die relativ stabilen Wahlerfolge der AfD von etwas mehr als 20%, je nach Region, sprechen ja für ihre These. Wir haben hier in Mecklenburg-Vorpommern auch eine sehr starke SPD. Man liest ja eigentlich so ein bisschen aus ihrem Buch heraus, dass die Volksparteien Gefahr laufen, zwischen diesen beiden Polen, AfD und Grüne, so zerrieben zu werden oder zerrieben zu werden, an Bedeutung zu verlieren. Wie kann man die Wahlergebnisse hier in Mecklenburg-Vorpommern vielleicht spezifizieren? Ich meine, zunächst mal kann man vielleicht noch sagen, ich habe gerade gesagt, dass mit der AfD ist alles nicht so einfach. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass in Ostdeutschland das Stadt-Land-Gefälle in den AfD-Wahlergebnissen sehr viel klarer und deutlicher ist als in Westdeutschland. Insofern sozusagen diese Klammer, die ich gerade gemacht habe und gesagt habe, wir müssen das bei der AfD alles ein bisschen mehr differenzieren. Das gilt insbesondere für Westdeutschland. In Ostdeutschland ist es schon relativ deutlich, dass eben die Universitätsstädte die Orte sind, wo die AfD am schwächsten abschneidet und je ländlicher es wird, desto stärker wird sie. In der Tat, die Volksparteien, für die ist es schwierig. Und die schaffen das noch ganz gut da, wo sie sehr, sehr stabile, langfristige Bindungen an
bestimmte Wählergruppen haben. Also wir haben das ja gehört, ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Sozusagen in Nordrhein-Westfalen, da ist die SPD immer noch ganz eindeutig die Partei der Ruhrgebietsstädte, was sie schon immer war. Und die CDU ist die Partei des Münsterlandes und des Sauerlandes, was sie auch schon immer war. Und nun ist es einfach schon seit 1990 so, dass natürlich das Wahlverhalten in Ostdeutschland viel, viel volatiler ist. Diese Arten von langen Bindungen, dass Leute sagen, ich wähle seit 1967 immer gleich, gibt es logischerweise nicht. Und also ich glaube, das ist etwas, was man einfach mit berücksichtigen muss, wenn man so diese Vergleiche macht, dass natürlich das dann auch leichter ist. Jetzt bei der Bundestagswahl hat die SPD auf einmal in Ostdeutschland wieder extrem erfolgreich abgeschnitten, nachdem sie bei den Bundestagswahlen davor da sehr, sehr unerfolgreich abgeschnitten hat. Also es gibt einfach diese größere eingebaute Volatilität. Passt eigentlich sozusagen auch eine Frage, die auf dem Beitrag im Nordkurier hin an mich gemailt wurde, von einem Düsseldorfer, Christian Kennen. Er schreibt, auch im Hunsrück, in Ostfriesland und so weiter haben sehr viele Leute lange Wege zu Ärzten, Arbeitsplätzen und so weiter. Dennoch erzielt die AfD dort bei weitem nicht solche Wahlergebnisse wie in Mecklenburg-Vorpommern. Mich würde interessieren, wie Herr Haffert sich diese Unterschiede erklärt. Im Prinzip haben Sie die Frage jetzt schon beantwortet, ne? Sozusagen, ich sie gestellt habe. Außer Sie möchten noch was dazu sagen, vielleicht speziell zu ländlichen Regionen auch in Westdeutschland. Nee, tatsächlich, also genau. Ich habe sie gerade beantwortet. Was ich vielleicht noch dazu sagen würde in Ergänzung ist, dass natürlich es nicht nur um eine Bindung an eine Partei geht, so nach dem Motto, die habe ich eben seit 50 Jahren schon immer gewählt, sondern auch um, sagen wir mal, das gesellschaftliche Drumherum, was auch diese Bindung zu den Parteien stabilisiert. Wichtig, glaube ich, dann sind Sie dran. Interessant fand ich, dass wir eigentlich als Deutschland so ein bisschen eine Entwicklung nachvollziehen, die sich in Großbritannien, in Frankreich, in den USA, Niederlande nennen sie auch, schon in den letzten, ja, vor 10 Jahren und mehr vollzogen hat. Vielleicht können wir noch mal kurz den Blick nach außen werfen. Die interessanteste These habe ich empfunden, wenn es dieses Stadt-Land-Gefälle nicht gegeben hätte in Großbritannien, wäre Großbritannien weiter in der EU. Ja, das habe ich richtig rausgelesen. Ja gut, wenn es das Gefälle nicht gegeben hätte, das kann immer an beiden Enden abgebaut werden. Ja? Also, man kann auch sagen, es hätte auch kein Gefälle gegeben, wenn die in London alle auch für Leave gestimmt hätten. Ja, ich finde den Vergleich tatsächlich ganz erhellend, weil also dieses Thema, ich habe das gerade schon angedeutet, das Thema ist irgendwie sehr, sehr lange nicht so sehr beachtet worden, weder in der politischen Debatte noch in den Medien noch auch jetzt in der sozialwissenschaftlichen Forschung an der Universität. Und dann ist Brexit passiert und dann ist Trump passiert und dann hat das natürlich auf einmal ein Rieseninteresse gewonnen. Und diese beiden Ereignisse haben aber eben auch ganz stark vorgeprägt, wie das Interesse sich entwickelt hat. Dann wurde auf einmal so dieses Bild von, da sind irgendwie die wütenden Leute, die frustriert sind in den ländlichen Räumen und so. Ja. Und es ist ja offensichtlich, dass das für Deutschland irgendwie nicht so richtig gut passt. Also man kann ja diese Vorstellung haben in den USA, da gibt es eben blühende Städte und dann gibt es irgendwie dieses richtig abgehängte Flyover-Country und so. In Deutschland sind ja einige der wohlhabendsten Regionen, sind ja ländliche Räume. Ja, es ist ja, also so im Süddeutschland, da gibt es ja richtig reiche ländliche Regionen. Das ist irgendwie Und trotzdem, und jetzt, ne, ich lebe in der Schweiz. In der Schweiz ist es eigentlich noch stärker der Fall. Und trotzdem gibt es in der Schweiz einen gigantischen Stadt-Land-Graben bei ganz vielen Themen. Und anstatt jetzt die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, ja gut, dann ist das irgendwie für Deutschland irgendwie nicht relevant, scheint mir, dass das eben darauf hinweist, dass das nicht so eine einfache, so eine arm-reich, ja, irgendwie boomt es da oder boomt es nicht, Erklärung braucht, sondern dass man sich Gedanken darüber machen muss, was eigentlich die Struktur der Wirtschaft, also wie wird eigentlich dieser Wohlstand entwickelt, erwirtschaftet und
Dann, was eben ganz stark doch eine Rolle spielt, ist eben die kulturelle Seite dieses Gegensatzes. Ja, offensichtlich hat es nicht nur was damit zu tun, wie hoch da jetzt das Einkommen ist oder wie hoch die Arbeitslosenquote ist, sondern das hat eine starke kulturelle Komponente. Die ist wieder, hat wieder was durchaus mit der Wirtschaftsstruktur zu tun, weil das eben auch viel mit Universitätsmilieus und so zu tun hat. Und na, das sind eben Jobs, die es in Städten gibt. Aber also deshalb finde ich irgendwie diesen Vergleich ganz erhellend und man muss sich eben überlegen, sagen, was ist in Deutschland ähnlich und was ist in Deutschland doch ein bisschen anders. Und dann sehen wir eben doch, dass es trotz all der Unterschiede, die es bei uns gegenüber zum Beispiel den USA, auch gegenüber Frankreich, wir haben ja auch nicht so eine Stadt wie Paris, gibt, am Ende in den Wahlergebnissen doch erstaunlich ähnliche Muster gibt. Ja, vielleicht das erstmal zur Einführung, dass Sie so ein bisschen wissen, was in dem Buch steht. Da steht natürlich noch viel, viel mehr drin. Wir werden dann vielleicht auch nochmal auf ein paar Fragen kommen, falls hier nicht genug Fragen im Publikum sind. Jetzt komme ich sozusagen zu unseren Prominenten. Das sind im Wesentlichen, wenn ich das so richtig gesehen habe, Vertreter der, ich sag's jetzt mal salopp, der Provinz oder des Landes. Außer vielleicht, wir haben auch einen Vertreter der Staatskanzlei hier. Das ist dann natürlich schon unsere zweitgrößte Stadt. Ja. Herr Truhn, wir fangen mal bei Ihnen an. Vom Jugendparlament Anklam, Dominik Truhn. Herr Truhn, vielleicht, weil Sie jetzt bei der Einführung nicht dabei waren, wir fordern Ihnen jetzt oder ich fordere Ihnen jetzt sozusagen in der ersten Runde ein kurzes Statement ab. Landmensch oder Stadtmensch mit einer kurzen Begründung. Und wenn sich da schon jetzt auch Fragen aus diesem Eingang für Sie ergeben haben oder Sie ohnehin eine Frage mitgebracht haben, dann stellen Sie die gleich. Super, ja, erstmal schönen Abend. Danke, dass ich hier sein darf. Ist schon richtig angekommen. Ich bin Dominik Truhn, 19 Jahre alt, habe vor einem Jahr jetzt mein Abitur abgelegt, bin gesellschaftlich sehr verankert, vor allem im ländlichen Raum. In Anklam seit 4 Jahren Vorsitzender des Jugendparlaments und glaube ich heute hier bei den geladenen Gästen auch so ein Vertreter des jungen Ehrenamts. Und ja, genau eins der wichtigsten Themen, die mich auch beschäftigen und sage ich mal auch meine Altersgruppe, ist eben dieses Stadt-Land-Gefälle. Ich selber schon immer im ländlichen Raum aufgewachsen, sage ich mal bis zum 12. Lebensjahr in Schleswig-Holstein. Da noch mit anderen Unterschieden, sage ich mal, auf dem Land als hier. Das habe ich während meines Umzuges erfahren und seit dem 13. Lebensjahr hier. Und diese Stadt-Land-Gefälle, das bewegt mich, das bewegt auch meine Kollegen, weil dieser große Unterschied, das ist jetzt eher so ein Statement als eine Frage, aber dieser große Unterschied ist einfach, dass wir es viel schwieriger haben, einfach von der Mobilität Dinge zu machen. Ob das die Möglichkeit ist, zu partizipieren in Jugendeinrichtungen, in gesellschaftlichen Bereichen, wo man Verantwortung übernehmen kann, im Sport, in der Kultur oder auch auf politischer Ebene, das ist schwierig. Und da hängt eben ganz viel davon zusammen, wie ist der ländliche Raum strukturiert und wie komme ich von A nach B. Das ist somit die größte Herausforderung. Dazu kommen dann eben noch Themen wie die Digitalisierung etc., die einfach auch auf dem ländlichen Raum lange nicht so zur Verfügung waren, wie es eben in den urbanen Regionen ist. Vielleicht so viel erstmal zum Anfang. Ich würde sagen, wir sammeln mal ein bisschen. Herr Wellmann? Ja Stadt- oder Landmensch? Das hat jetzt Herr Truhn vergessen zu sagen. Kann ich nochmal ergänzen? Da habe ich eigentlich gesagt, genau, also komplett Dorfkind, wenn man das so sagen darf. Und ja. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Andreas Wellmann. Ich bin Geschäftsführer des Städte- und Gemeindetages. Der Städte- und Gemeindetag ist der Interessenvertreter von der größten Stadt Rostock bei uns mit über 200.000 Einwohnern bis zu den kleinsten Gemeinden. Und insofern ist es für uns als Einheitsverband eine besondere Herausforderung, die Interessen zusammenzubringen. Aber als Einheitsverband weiß man auch, dass es wichtig ist, die Interessen auszugleichen und am Ende auf einem gemeinsamen Nenner zusammen zu vertreten. Weil nur zusammen können wir Lösungen finden. Und gerade in der jetzigen Zeit ist das auch wichtig, über die Spaltungen wegzukommen und im gegenseitigen Geben und Nehmen dahin zu kommen, dass man die Probleme löst, die die Menschen auch betreffen. Ja, bei Ihren Ausführungen, Herr Dr. Hafner, vielen Dank. Ich glaube, was wir hier sehen müssen, das ist auch ein großer Unterschied zu Westdeutschland, ist natürlich, dass man hier die geschichtliche Entwicklung sehen muss. Die langfristigen Bindungen wie im Westen an Parteien gibt es hier nicht, sondern es ist daher volatil, weil es eben hier einen unheimlichen Umbruch gegeben hat, eine Transformationserfahrung für Menschen, die, glaube ich, in vielen Lebensläufen einfach Widerhall findet und eben auch die Einschätzung des politischen Systems. Und wir haben lange Zeit, weil der die blühenden Landschaften nicht so schnell kamen, wie sie versprochen waren,
hat man dann eben, weil das Geld auch nicht in die neuen Bundesländer so reinfloss, die Einnahmesituation nicht gut war, viele Reformen durchgezogen, die man heute, glaube ich, bereuen sollte und auch schon bereut. Wir haben eine Prognose gehabt 2002, da ist man von 1,45 Millionen Einwohnern ausgegangen. Wir sind jetzt leider noch 1,6 Millionen Einwohner und da kommt das größte Problem her, warum es in einigen Bereichen Schulen und Ähnliches fehlen. Und der ländliche Raum, wie es bei uns ist, der ist insbesondere deshalb betroffen worden, weil viele Verwaltungssitze abgebaut wurden, Gerichte und Ähnliches. Und da hat man, und Krankenhausstandorte, da hat man den Menschen das Gefühl gegeben, ihr seid es nicht mehr wert, dass wir die Dienstleistung dort lassen. Und das glaube ich, dass das Zutrauen in die Zukunft dort einfach entzogen wurde und damit auch ein falsches Zeichen politisch gesetzt wurde. Mittlerweile sieht man das, dass das nicht richtig war, versucht da auch gegenzuarbeiten und versucht den ländlichen Raum auch anzuschließen. Da sind auch positive Entwicklungen auf jeden Fall zu erkennen. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass jeder für sich erkennt in jeder Stadt und Gemeinde, dass Zukunft halt gestaltbar ist. Man muss zusehen, wie man die Ideen mit dem Geld, was man zur Verfügung hat, dann eben vor Ort verwirklicht. Und ich glaube, dann kann man erfolgreich auch eben die Lebensgrundlage schaffen. Und das sichert meines Erachtens die Demokratie. Und das, was wir in den 2000er Jahren gemacht haben, was eigentlich letztlich Folge der Liberalisierung war, die wir in vielen Bereichen gemacht haben, dass wir Staat zurückgezogen haben, Staat schlank gemacht haben, da wissen wir, dass uns das heute nachhaltig geschwächt hat. Und jetzt müssen wir eben den Hebel weiter umlegen. Und das, was wir jetzt vor uns haben infolge der Krise, wird noch ein bisschen größer werden. Ich weiß, ich muss noch die Frage beantworten. Stadt-Landmensch ist relativ. Ich bin gebürtiger Bremer, bin also in einer Großstadt groß geworden, über 500.000 Einwohner. Das ist das, was man eigentlich so die Metropolgrenze nennt, wenn wir auf Mecklenburg-Vorpommern gucken, wo ich ja sehr gerne hingezogen wohnt bin. Ich wohne jetzt in Wismar. Ist es so, dass wir mit 200.000 größter Stadt hier mit Rostock eigentlich keine Metropole im raumordnerischen Sinne haben. Und in dem Sinne hier, finde ich, haben wir ein wunderschönes Land und ich würde es gar nicht so aufteilen wollen nach Stadt und Land. Also da sind wir alle gleich recht. Dankeschön. Ja, Herr Mattner. Ja, danke schön. Mein Name ist Michael Mattner. Ich bin in der Staatskanzlei in Schwerin zuständig für die Förderung durch die Europäische Union, insbesondere durch die drei großen Fonds, durch den Regionalfonds, den Sozialfonds und den Landwirtschaftsfonds. Und das Thema Stadt, Land spielt natürlich auch in dieser Förderung immer eine Rolle, weil wir eigentlich schon seit vielen Jahren versuchen, wie kann man mit diesem Geld, das wir aus Brüssel bekommen, aber natürlich auch mit Landesmitteln, eigentlich den ländlichen Raum entwickeln. Wie können wir da wirklich etwas erreichen? Und das ist ein, muss ich gestehen, ein sehr schwieriges Thema, da wirklich zu entsprechenden Lösungen zu kommen und auch entsprechende Erfolge aufzuweisen. Die gibt es natürlich, aber ich denke, man in unserer Vorstellung wären da durchaus noch größere Erfolge schön und möglich gewesen. So viel vielleicht von mir zur ganz kurzen Einführung. Noch die Frage muss ich noch beantworten, ob ich nun Landmensch oder Stadtmensch bin. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, habe mich aber im Laufe der Zeit zu einem Stadtmenschen entwickelt, allerdings zu keinem Großstadtmenschen. Also ich mag lieber mittlere Städte, so wie zum Beispiel Schwerin. Großstadt wäre für mich nichts. Und eine Anmerkung zu Herrn Haffert hätte ich noch. Herr Haffert, Sie haben jetzt den Gegensatz zwischen Stadt und Land, das Gefälle zwischen Stadt und Land dargestellt. Nach meinem Eindruck gibt es aber auch ein erhebliches Gefälle zwischen den wirklichen Metropolen in Deutschland, also wie zum Beispiel Berlin oder Hamburg, und den Städten, wie wir sie zum Beispiel hier im Land haben, Rostock, Schwerin, Greifswald, Stralsund und so weiter. Ich denke, der gesellschaftliche Diskurs wird im Moment wirklich von den großen Metropolen bestimmt. Und ob dieser gesellschaftliche Diskurs immer die Probleme der Menschen auf dem Land oder in kleineren Städten wirklich trifft, da habe ich meine Zweifel. Gut, wir sammeln mal. Ich habe jetzt hier schon ein paar aufgeschrieben, dass wir uns das merken. Frau Dr. Bösefeld. Ja, sehr gerne. Also erstmal wehre ich mich dagegen, prominent zu sein, aber ansonsten bin ich sehr gerne hier. Ich bin in Anklam aufgewachsen, das ist also weder Land noch Stadt, und lebe jetzt ganz bewusst auf einem kleinen Dorf hier gleich um die Ecke und arbeite in Schwerin. Und das macht es vielleicht schon ganz, also immer Land, aber ich muss immer wieder raus aus der Blase. Blasencrossover finde ich total gut und insofern passt das zueinander. Ich habe nachgedacht über die jungen Menschen, das mache ich nun berufsbedingt auch als Geschäftsführung im Landesjugendring und habe mich gefragt, was macht das eigentlich mit einer Generation, die es ja nicht entscheidet?
Also Kinder und Jugendlichen wachsen in der Regel bei ihren Eltern auf und die haben entschieden, ob sie auf dem Land oder in der Stadt ihre Kinder groß werden lassen. Was macht das mit der Perspektive dieser jungen Generation, dass sie auf dem Land oder in der Stadt sind? Und wie prägt das dann auch politisches Gestalten? Und ich sage noch eins, warum ich auf dem Land bin, das ist der Raum, der Freiraum, der für mich damit verbunden ist, den man auch in Städten finden kann, ich weiß, aber bei uns ist das eben auch der wirkliche Platz, der um einen rum ist und das mag ich total gerne. Und noch eine Ergänzung, unsere Dörfer sind hier ganz schön gemischt mitunter. Also wir haben auch Berliner Zuzug, wir sind jetzt nämlich quasi küstennah und insofern finde ich das Dorf an sich hier in dieser Region auch gar nicht so einfach zu greifen. Aber meine echte Frage an Sie ist die mit den jungen Leuten. Ja, guten Abend. Mein Name ist Melanie Rümling. Ich bin Referentin für Gleichstellung beim Landesfrauenrat in Rostock. Ich schließe mich da an Frau Bösefeld an. Ich finde es ganz interessant, eigentlich Stadt und Land so in Relationen zu denken und weniger in so einer bipolaren Dichotomie hin und her, Stadt oder Land. Denn ich habe in Bremen studiert. Ich habe soziale Beziehungen, sowohl in städtischen als auch ländlichen Räumen. Und ich weiß nicht, es ist immer so nach Lebenssituation und Bedürfnis, wenn ich das Bedürfnis habe, auf dem Amazonas des Nordens zu paddeln, fahre ich eben draußen in den ländlichen Räumen, also sowohl Land als auch Stadt. Und ich habe zwei Fragen. Und zwar eine, die hatte ich schon vorher ein bisschen angedeutet. Ich würde gerne von dir, von Ihnen wissen, wir suchen immer nach so einer Definition von Stadt und Land, und zwar so einer qualitativen Definition, unabhängig von so statistischen Kennzahlen, also unabhängig von beispielsweise Einwohnerinnenzahlen, denn in städtischen Räumen, in Rostock beispielsweise Urban Gardening, also Gardening, ein typischer Aspekt von ländlichen Raum, Subsistenzwirtschaft, Garten, Tierhaltung, gibt es eben auch in städtischen Räumen. Und ich frage mich, ob wir Stadt, Land, ob wir nicht eher über Zentrum, Peripherie reden sollten. Also genau, ob das nicht auch ein Begriffspaar wäre, vor dem Hintergrund wir eben diese Politisierung diskutieren sollten. Gut, bitteschön. Ja, mein Name ist Dirk Bohn, ich bin Bürgermeister in der Gemeinde Siedenbrunzow, knapp 500 Einwohner. Dazu muss man wissen, dass sie diese 500 Einwohner noch auf 6 Orte verteilen. Also sehr ländlich. Ich bin Dorfkind. Ich habe meine Heimat nur verlassen zu Ausbildungszwecken nach Rostock zum Studium. Für mich, ich würde die Diskussion nicht so stark festmachen am Land statt Land. Das Gefühl, abgehängt zu sein, trifft städtische Menschen auch. Und ich denke mal, diesen Unterschied Stadt-Land zu überwinden, könnte man ganz leicht mit Maßnahmen machen, die für die Stadt wichtig sind, zum Beispiel, oder für das Land nicht. Zum Beispiel braucht ein Land, ländliche Bevölkerung nicht das gleiche Baurecht wie eine Stadt. Wenn man da sich treffen würde, könnte man einige Hindernisse oder negative Seiten des Landlebens doch gut abbauen. Und damit müssen wir uns beschäftigen. Ja, Heike Müller, ich vertrete hier heute den Landfrauenverband Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin ein Landei durch und durch und ich finde das Land grandios und ich bin auch dagegen, das immer so als irdisches Jammertal darzustellen. Wir haben eine tolle Natur, wir haben Ruhe. Das Landleben hat auch in Zeiten von Corona durchaus einen Aufschwung erlebt und ich glaube, dass viele das heute auch mit anderen Augen betrachten. Dazu kommt natürlich auch der Aspekt, der hier schon anklang, dass man sich auf dem Dorf eben auch die eigenen Lebensmittel anbauen kann. Das Subsistenzwirtschaft hat ja immer so ein bisschen negativen Touch, aber das ist eben das, was wir ja von früher her auch kennen. Mich würde interessieren, wir sind hier in Ostdeutschland ja doch sehr anders sozialisiert. Wir haben hier in Mecklenburg-Vorpommern, wenn ich richtig informiert bin, 23%, die wirklich einer Kirche angehören. Welche Rolle spielt denn der Glaube für Sie, für diesen Hintergrund? Also meiner Meinung nach gibt es diese einfachen Erklärungsmuster nicht und ich versuche auch immer, das so ein bisschen rauszukitzeln. Woran liegt es denn, dass Leute sich abgehängt fühlen? Woran liegt dieses Protestwählen, was gar nicht unbedingt mit der politischen Einstellung zusammenhängen muss, sondern das ist einfach Protest. Die Leute wollen... Das ist vielleicht auch eine Form des Selbstbewusstseins. Wir haben ja jahrelang Zettel gefaltet. Ich gehöre auch noch zu denen. Ich war 24, als die Wende kam.
Und jetzt kann man eben wirklich wählen und dann kann man eben auch sein Kreuz da machen, auch wenn man das eigentlich nicht will, einfach um denen da oben einen auszuwischen. Das sind ja doch Sachen, die man auch mit berücksichtigen muss. Herr Piel, bitte. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Martin Piel. Ich bin Geschäftsführer des Bauernverbandes, habe also die Ehre, hier heute die Landwirte zu vertreten. Wobei ich mich eigentlich in meinem Eingangsstatement gar nicht mal so auf die besondere Rolle der Landwirtschaft im ländlichen Raum fokussieren möchte, sondern erstmal die Frage beantworten, ja, Landkind, eindeutig, aber in der Stadt wohnt. Manchmal mit einem weinenden Auge, okay. Aber mir behagt es eigentlich nicht, dass man versucht, so Gegensätze aufzubauen, weil ich glaube, dieses Gefühl des Abgehängtseins, da kann ich nur meiner Vorrednerin beipflichten, gibt es genauso in den Städten, nur da erfasst es kein Mensch, weil es dort niemanden interessiert. Und deswegen wehre ich mich so ein bisschen dagegen, auch das Wahlverhalten, ich war so ein bisschen irritiert, dass wir das alles auf das Wahlverhalten erstmal fokussiert haben, das Wahlverhalten als ein Ausdruck dieses Abgehängtseins zu postulieren, weil ich denke, dass durchaus auch ein demografischer Faktor da eine große Rolle spielt. Und ich denke, wir sollten eher über Wertebetrachtungen und Unterschiede zwischen Land und Stadt reden. Ich glaube, das ist sinnvoller. Ja, und da knüpft sich eigentlich meine Frage an. Gibt es nicht auch die Notwendigkeit, mal zu hinterfragen, wie die Rolle der Dörfer in der Historie war und wie sie heute ist? Die Dörfer haben ihre Rolle verloren. Und das ist eigentlich das Problem. Ja, das letzte Statement dann erstmal. Ja, okay. Martin Schröder ist mein Name. Ich komme gerade aus Wolgast, wo ich auch wohne. Ich bin bekennender Beduiner. Also kein Stadtmensch und kein Landmensch, sondern mein Leben lang eigentlich immer mal hier und mal dort gewesen, in Großstädten gelebt, auch in Zürich, in Berlin, in Stettin. Und bin aber vor 10 Jahren nach Wolgast gezogen, um dort einige Funktionen anzuhäufen, weil es tatsächlich zu den Wahrheiten gehört, dass uns auf dem Land vielleicht einfach Energie auf zwei Beinen fehlt. Wir brauchen manchmal einfach mehr Menschen und mehr Aktive. Und insofern war ich da gar nicht so glücklich drüber. Inzwischen bin ich Vorsitzender des Tourismusverbandes, Vorsitzender einer LIDA-Aktionsgruppe und inzwischen gewählter Bürgermeister in Wolgast. Das sind also alles Lasten, die ich auch gerne verteilen würde. Aber inzwischen, glaube ich, habe ich einige Erfahrungen machen können und feststellen können, auf jeden Fall, da geht was, da ist Luft nach oben, aber wir brauchen auf keinen Fall jammern. Das wäre also das ganz Falsche. Wir haben ein gutes Leben auf dem Land, glaube ich, und müssen uns vor den Städten da gar nicht verstecken. Das ist nämlich eine Frage der Perspektive, die ich einnehme. Wenn ich in der Stadt lebe, habe ich eine andere Perspektive aufs Land. Und da brauche ich gar nicht in Großstädte gehen, sondern das fällt mir schon auf in Greifswald, weil die Greifswalder natürlich, deren Stadt endet tatsächlich am Stadtrand. Die können darüber gar nicht hinausschauen, wo ich immer staune drüber, wo die magische Grenze da tatsächlich verläuft. Ja, soweit. Gut, danke. Da haben wir jetzt, denke ich mal, eine Menge von Anregungen zusammengetragen. Ich würde mal anfangen mit dem, weil das findet sich ja auch in Ihrem Buchtitel, dieses Stadt-Land-Frust. Das hat mich so beim Lesen auch bewegt. Ich bin jetzt Neubrandenburger, eigentlich auch Dorfkind und habe immer gerne auf dem Dorf gelebt. Und das kam ja auch hier zum Ausdruck. Wir haben jetzt keine gefrusteten Landmenschen kennengelernt. Ist der Titel falsch gewählt oder... Haben Sie uns mit dem Titel ein bisschen auf eine falsche Fährte geführt? Nein, der Titel ist natürlich schon gezielt provokant gewählt. Ich glaube, man muss hier differenzieren, unterschiedliche Quellen von Zufriedenheit und Unzufriedenheit und fragen, womit eigentlich? Oder? Also ich bin völlig mit Ihnen einverstanden. Grundsätzlich ist ja nicht die Lebenszufriedenheit in Städten höher als auf dem Land. In diesen Glücksumfragen ist immer Schleswig-Holstein das glücklichste Bundesland. Ja, so. Womit gibt es Frust? Ich glaube, es gab hier diese Diskussion Kreisgebietsreform. Unzufriedenheit über die Politik.
Das ist Frust, von der ich sagen würde, das ist eindeutig, ist größer in ländlichen Regionen als in städtischen Regionen. Ich falle jetzt hier sofort wieder in diese begriffliche Binarität zurück, die vollkommen zu Recht kritisiert worden ist. Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zurück. Aber sagen, diese Frage, fühle ich erstens mich eigentlich repräsentiert? Da sind einfach die Frustwerte, wenn Sie so wollen, in ländlichen Regionen viel, viel höher als in städtischen Regionen. Und auch so eine Frage der, das kam ja hier auch mehrfach vor, man könnte sozusagen sagen, der eigenen politischen Wirksamkeit. Die Frage, kann ich, wenn ich mich engagiere, auf Sachen Einfluss nehmen und so. Da gibt es ein Frustgefühl, das ist auch in Deutschland, auf dem Land, in ländlichen Regionen viel, viel größer als in städtischen Regionen. Deshalb würde ich erstmal den Titel verteidigen. Und da denke ich auch, Sie haben natürlich vollkommen recht, es gibt auch in Städten ganz viele Leute, wahrscheinlich es gibt in Städten mehr Leute, die zum Beispiel armutsgefährdet sind oder so. Also wenn man so nach sozialen Indikatoren schauen würde, ist es natürlich komplett irreführend zu sagen, alle in Berlin sitzen irgendwie die ganze Zeit in einem hippen Café und schlürfen Latte Macchiato. Da gibt es unglaublich viele soziale Probleme. Aber ein Argument in dem Buch ist, dass Menschen sich, wenn sie sich politisch verhalten, nicht einfach nur fragen nach ihrer höchstpersönlichen Situation. Sozusagen, ich werde jetzt arbeitslos und deshalb wähle ich jetzt rechtspopulistisch. Also das ist ein zu einfaches Bild davon, wie sich Leute politisch verhalten, sondern die identifizieren sich mit Gruppen. Gruppen, die für sie wichtig sind, mit ihren Identitäten, das prägt ganz stark politisches Verhalten. Und da zum Beispiel gibt es dann vielleicht auch wieder einen Unterschied, dass sozusagen sich die in sozialen Problemen befindlichen Städter viel, viel schwieriger vorstellen können, dass sie sozusagen eine gemeinsame Gruppe sind, die ein gemeinsames politisch zu bearbeitendes Problem teilt, während das eben, gerade kam noch mal Kirche, ne? Andere Quellen von Identität sind eben zurückgegangen. So ein starker Ortsbezug, eine lokale Identität, die erleichtert das eben auch ganz stark zu sagen, wir haben hier ein gemeinsames Problem, dem wir jetzt gemeinsam politisch Ausdruck verleihen. Genau, und also insofern, also es gibt schon Gründe, mit dem Frustbegriff zu arbeiten, aber er ist natürlich auch, das Wortspiel, das darin stecken soll, ist offenkundig. Ja. Ich würde das auch gerne nochmal aufnehmen von Herrn Piel, was er gesagt hat mit den Werten. Lassen Sie uns mal nicht so sehr über Wahlverhalten sprechen, sondern mehr über Werte. Wenn ich das aus Ihrem Buch richtig gelesen habe, weil wir bringen jetzt natürlich, erstens ist ein Zeitungsbeitrag natürlich immer verkürzt und das, was wir vielleicht jetzt in den Anfangsthesen auch genannt haben oder Sie genannt haben, ist natürlich auch verkürzt. Sie entwickeln ja auch Werte, beziehungsweise habe ich, wenn ich das richtig gelesen habe, ist die These Stadt-Land, nenne ich jetzt auch einfach mal den sozusagen diese Polarität, daraus entwickeln sich bestimmte Anschauungen und Werte und daraus entwickelt sich dann das Wahlverhalten. Würden Sie so dem zustimmen? Ja, dem würde ich so zustimmen. Jetzt vielleicht, worauf stütze ich mich eigentlich immer, wenn ich solche Aussagen treffe? Also ich arbeite in meiner Forschung im Wesentlichen mit Umfragedaten. Ich gehe nicht selber von Haustür zu Haustür und bitte Leute, mir ihre Lebenserfahrung zu beschreiben oder so. Jetzt sind aber auch Leute, die Umfrage machen, heute so ein bisschen schlauer geworden. In meiner Umfrage haben wir immer das Problem, wenn man die Leute bittet, ja, nein zu irgendwas zu sagen, da kann man sich jedes Ergebnis, indem man die Frage gesund in die eine Richtung oder in die andere Richtung dreht, selber basteln. Aber was man eben zum Beispiel machen kann, ist, dass man Leute bittet, jemanden zu beschreiben, Charaktereigenschaften oder Eigenschaften von Leuten zu beschreiben, die so ähnlich sind wie man selbst. Ne? Und bei sowas sieht man das dann so. Das also in Städten, in großen Städten, ich finde diese Unterscheidung ist tatsächlich sehr wichtig, in den großen Städten gibt es dann ganz viel Beschreibung, die geht so in so eine Richtung weltoffen, viel unterwegs, irgendwie
kosmopolitisch ist jetzt eher so ein Begriff, den das ist vielleicht nicht alltagssprachlich, aber insofern der Welt offen trifft das besser. Das geht in solche Richtungen. Und Selbstbeschreibung oder Ähnlichkeitsbeschreibung, Gruppenbeschreibung, denen man sich zugehörig fühlt, ist in ländlichen Räumen dann eben eher sowas wie heimatverbunden, bodenständig, ehrlich, hart arbeitend. Und also da merkt man dann Werteunterschiede. Und von denen führt natürlich ein Weg dann zu Einstellungen zu konkreten politischen Fragen. Also dann hinter diesen Werten steht dann auch ein Einstellungsunterschied bei Fragen wie Zuwanderungspolitik oder so. Und dann gibt es ganz am Ende einen Unterschied im Wahlverhalten. Aber klar, dieser Unterbau ist total wichtig, ja. Ich würde vielleicht auch nochmal, weil Sie das jetzt auch mit angesagt haben, dieses Thema Metropole. Und wir müssen die Metropolen in Deutschland auch unterschiedlich betrachten. Zwei ausführliche Kapitel widmen Sie ja Berlin, quasi der Übermetropole, nenne ich sie jetzt mal, obwohl wir Städte auch wie München, Hamburg, Frankfurt am Main etc. haben. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen ausführen, das Metropolenthema in Deutschland und warum so viel Berlin? Dann sind wir auch bei der Frage Zentrum-Peripherie. Ne? Freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, was zu unterstreichen, was ganz viele von Ihnen gesagt haben, mit dieser Notwendigkeit der Differenzierung, und möchte dem eben gerne hinzufügen. Und das gilt natürlich für die Städte ganz stark auch. Also ich meine, man kann in Köln ein komplett unterschiedliches Leben führen, je nachdem, ob man innerhalb der Ringe wohnt oder, Gott bewahre, auf der falschen Rheinseite. Und sagen, in Berlin ist es natürlich auch extrem. Und das insofern, was wir vor Augen haben, wenn wir so einen starken Stadt-Land-Gegensatz zeichnen, ist, sagen wir, die Innenstadtbezirke dieser großen Städte, in denen ein Drittel der Bevölkerung dieser Städte lebt, und dann irgendein Bild vom Dorf. Und das natürlich gibt es wahnsinnig viel dazwischen. Es gibt schon in den Städten selber wahnsinnig viel dazwischen. Und auch so für Franziska Giffey ist alleine das schon irgendwie eine Herausforderung, gleichzeitig der SPD-Wählerschaft in den Außenbezirken gerecht zu werden und eine Koalition zu führen, die sich total stark auf diese Innenstadtbezirke führt. Also diese Differenzen sind sehr, sehr groß. Warum verwende ich in dem Buch so viel Zeit auf Berlin? So eine der Grundthesen, wenn man überhaupt sagt, es ist nötig, geografisch über Politik nachzudenken, ist eben, dass unser geografischer Kontext uns sehr stark beeinflusst, in dem, wie wir uns politisch verhalten. Man könnte ja auch sagen, ich brauche doch nur Individualdaten über die Leute. Wie alt sind die? Welches Geschlecht haben die? Welches Einkommen haben die? Dann kann ich schon vorhersagen, wie die wählen. Und wenn ich sage, nämlich mich interessiert ihr Wohnort, dann sage ich sozusagen, da gibt es einen Einfluss von all den Leuten um einen drumherum, welche Diskurse die haben, worüber die so reden, welche Themen da wichtig sind, wie die sich verhalten, welche Werte die haben und so weiter. So, und insofern spielt es natürlich auch eine Rolle, wo politische Entscheidungen getroffen werden. Und da sind wir auch wieder so ein bisschen bei der Frage der Kreisgebietsreform. Ne? Also Berlin ist zunächst schon mal einfach wichtig, weil das der geografische Ort ist, an dem Politik gemacht wird. Und ich würde Ihnen auch vollkommen zustimmen, sagen, man sieht alltäglich in der Zeitung, dass die meisten Leute, die die großen überregionalen Zeitungen produzieren, natürlich auch Teil dieses Diskurses sind. Sozusagen, das ist das eine, Berlin ist wichtig. Und das andere, warum Berlin wichtig ist, ist, dass natürlich Politik auch ganz viel zu tun hat mit Symbolen, mit irgendwie Sachen, die versinnbildlichen ganz viel, was man so meint. Und da hat natürlich in Deutschland Berlin eine ganz lange Tradition, und das kommt ja auch zurück. Ich bin sicher, Ihnen allen fallen Beispiele ein von Leuten, die gesagt haben, um Gottes Willen, so wie in Berlin soll es hier aber nicht werden. Also langer Rede, kurzer Sinn. Dieser Konflikt versinnbildlicht, und jetzt sind wir nicht mehr bei den Wählerinnen und Wählern, sondern jetzt sind wir bei den Leuten, die professionell Politik machen, sozusagen bei denen versinnbildlicht dieser Konflikt eben ganz stark mit Berlin. Ich fand das ein interessantes Detail in Ihrem Buch, dass dieses Gefühl, wir werden hier auf dem Land nicht mehr gehört von Berlin, und ich meine jetzt mal die Politik, dass das ja auch
den Tatsachen entspricht, dieses Gefühl, nämlich dass, wenn ich es richtig verstanden habe, dass quasi sozusagen die Repräsentation des ländlichen Raumes durch Bundestagsabgeordnete, bedingt durch unser Wahlsystem und die starken Grünen, wie auch immer jetzt, immer mehr abnimmt. Vielleicht können Sie da nochmal das ein bisschen erklären. Ja, sehr gerne. Also man ist in den letzten 20, 30 Jahren ganz allgemein sehr stark ja dazu übergegangen, dass man sagt, na, es spielt eben doch eine Rolle, wer ein Anliegen repräsentiert. Es gibt ja so dieses Bild von unseren Abgeordneten, jeder kann das repräsentieren, Männer können Frauen repräsentieren, Reiche können Arbeiter repräsentieren, die müssen sozusagen nur die richtigen inhaltlichen Argumente haben. Und eigentlich entlang des Themas soziale Ungleichheit ist man wieder sehr stark dahin gekommen zu sagen, ah, das macht vielleicht doch einen Unterschied, welche Alltagserfahrungen unsere Repräsentanten mitbringen. Ja, Politik ist eben nicht nur das Umsetzen von aufgeschriebenen politischen Programmen. In der Debatte über Paritätsgesetze wird es ja auch ganz deutlich, dass man eben sagt, vielleicht können Anliegen von Frauen eben doch an bestimmten Stellen besser von Frauen repräsentiert werden. Und es liegt ja sehr nahe, sich zu überlegen, dass eben, habe ich vorhin schon gesagt, unser Kontext, unser regionaler Kontext, unsere Alltagserfahrung, wo wir leben, prägt uns sehr stark, dass diese Kontexte natürlich auch für die Arbeit von Abgeordneten wichtig sind. So, und dann kann man immer schauen, wo kommen die eigentlich her? Also jetzt könnte man sagen, wir haben 299 Wahlkreise in Deutschland, die kommen ja halt gleichmäßig aus all diesen Wahlkreisen. Aber das stimmt eben nicht. Es kommen eben 299 Abgeordnete aus Wahlkreisen, aber im aktuellen Bundestag kommen 437 Abgeordnete über die Liste rein. So, und die kommen nicht gleichmäßig aus dem ganzen Land, sondern die kommen eben sehr verstärkt aus städtischen Regionen. Aber es ist auch nachvollziehbar. Es ist einfach, eine politische Karriere in einer städtischen Region zu machen. Sie müssen die richtigen Kontakte haben, sie müssen die richtigen Leute kennenlernen, bei sich in der Partei, auch in den Medien und so weiter. Natürlich ist das in der Stadt einfacher. Hinzu kommt, das ist eigentlich ein Thema soziale Ungleichheit. Heutzutage haben fast alle Abgeordneten studiert. Ich habe es aber am Anfang über mich selber gesagt, ne? Wenn man studiert, ist man auch typischerweise in der Stadt. Der langen Rede kurzer Sinn, sozusagen in der Tat ist sozusagen dieses Ideal unseres Wahlrechts, geografisch haben wir eine ganz gleichmäßige Repräsentation aller Landesteile, wenn man sich jetzt die Zusammensetzung des Bundestags anschaut, nicht mehr so richtig gut erfüllt. Jetzt würde ich fairerweise sagen, der Bundestag hat dramatischere Probleme in seiner Zusammensetzung. Ja, also die soziale Ungleichheit der politischen Repräsentation ist wesentlich dramatischer als die geografische Ungleichheit. Wie gesagt, heute haben fast alle studiert, Angehörige der Arbeiterklasse gibt es im Bundestag kaum noch. So, und jetzt ist natürlich immer so ein bisschen beim Bundestag sozusagen schwierig zu sehen, inwiefern das einen Effekt hat, weil ja die Abgeordneten meistens alle so abstimmen, wie ihre Partei das sagt. Und dann kann man eigentlich schlecht sehen, ob das einen Unterschied macht. Aber hin und wieder gibt es ja diese sogenannten Gewissensfragen, wo die Parteilinien aufgehoben sind. Und dann sieht man eben, dass die Biografie der Leute an solchen Stellen auf einmal einen Einfluss drauf hat, wie die abstimmen. Ja, man kann eben das Abstimmungsverhalten erklären in zum Beispiel so einer Frage wie Ehe für alle oder bei bioethischen Fragen. Ich vermute auch bei der Impfpflicht, habe ich mir nicht angeschaut, da war das Buch schon fertig. Aber es spricht an der Stelle erstmal dafür, dass wir, wenn wir auf die Bundespolitik schauen, es tatsächlich für Städter einfacher ist, ihren Anliegen Gehör zu verschaffen. So, und dann kommt hinzu nochmal, habe ich gerade schon gesagt, dieses Thema Kreisgebietsreform und so weiter. Da sieht man das dann sozusagen natürlich, also ich denke, man kann das durchdeklinieren. Ne? Ich habe mir das jetzt angeschaut für die Bundesebene, aber sozusagen, das ist durch die politischen Ebenen hindurch. Es ist immer einfacher, für ein Anliegen in der Stadt politisches Gehör zu finden als auf dem Land. Ja, was das ist ja gefragt, sozusagen die Stellschrauben der Politik. Was hat die Politik, was hat der Staat für Möglichkeiten, dieses Frustpotenzial abzubauen? Ich hoffe ja, dass ich eigentlich implizit schon ein paar Sachen dazu gesagt habe. Also mir scheint, dass eben nicht die Lösung ist,
Geld. Ja, also die typische Debatte in den Wissenschaften ist, wie kriegen wir jetzt Geld? Typisches Beispiel ist so Braunkohleausstieg. Oder das stellt jetzt irgendwie eine Region vor irgendwie Herausforderungen. Wie kriegen wir mehr Geld dahin? Und insofern, ich hätte das jetzt anders formuliert. Aber das, was ich gerade über Repräsentation gesagt habe, geht ja eigentlich in eine sehr ähnliche Richtung, oder? Es geht darum, also jetzt ganz hart gesprochen, nochmal am Beispiel der Kreisgebietsreform. Ich glaube, das Geld ist besser investiert, dass man auf bestimmte Ersparnisse, die man dadurch Zusammenlegungen erreichen kann, verzichtet und vielleicht dafür an einer anderen Form von Infrastruktur spart. Tatsächlich würde ich, also wenn Sie mich jetzt ganz hart fragen, würde ich sagen, das Geld ist besser darin investiert, politische eigene Entscheidungsfähigkeit am Ort zu behalten und sozusagen der Repräsentanz auch des Staates am Ort zu behalten, als dafür zu sorgen, dass da häufiger ein Zug fährt. Sagen, wenn ich das entscheiden müsste, würde ich immer sagen, wir unterschätzen die Kraft von Repräsentation vor Ort und wir überschätzen die Kraft davon, dafür schnelles Internet zu sorgen oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ihre Frage zufriedenstellend beantwortet. Vielleicht kann ich noch was zur Verteidigung von Umfragen sagen, weil natürlich schon irgendwie es ja bei uns, Sie haben das gerade schon gesagt, oder? Also mein Anspruch ist eben ja nicht, Dinge zu verändern, sondern mein Anspruch ist ja erstmal nur, die Dinge zu verstehen. Und es ist eben von vornherein nicht immer so klar, ob das, was politisch als Diskurs über eine Sache geführt wird, auch wirklich stimmt. Also es gibt ja eben auch einen Anreiz, bestimmte Themen zu bespielen, weil man weiß, da kriegt man irgendwie großes Hallo, wenn man das macht und so weiter. Und erstmal zu schauen, ob das tatsächlich systematisch von den Leuten geteilt wird, das glaube ich, ist eine wichtige Frage, denn sonst sagen, glauben wir automatisch bestimmten Empörungen, die politisch inszeniert werden, ohne zu wissen, ob die eigentlich eine faktische Basis haben. Wir haben hier noch eine Wortmeldung. Ich würde, Herr Mattner, wollen Sie vielleicht auch auf die Frage antworten? Weil Sie sind ja von der Staatskanzlei quasi hier unser Vertreter für die Landesregierung. Vielleicht können Sie der Dame was sagen zum Thema Verkehrsmittel etc., die Sachen, die sie angesprochen hat. Nun habe ich persönlich mit dem und auch beruflich mit dem Thema Verkehr im ländlichen Raum relativ wenig zu tun, weil das Geld, das wir von der Europäischen Union bekommen, würde da vorne und hinten nicht reichen, um dieses Thema anzupacken. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, man wird sich überlegen müssen, wie man den ländlichen Raum auch verkehrstechnisch besser an die Städte anbinden kann. Es gibt heutzutage technische Möglichkeiten, das zu machen. Die kosten allerdings viel Geld, das muss man auch wissen. Aber ich denke, das Geld wäre vernünftig angelegt, wenn man das in diesen Bereich investieren würde. Dann hätte ich direkt ganz kurz was Ergänzendes vielleicht dazu sagen, weil es war ja noch die Frage nach dem Jugendlichen auch offen. Und ich glaube, ich meine, Sie haben das gerade eigentlich schon sehr plastisch beschrieben. Was eben auch ganz erheblich sich unterscheidet, sind Bildungschancen. Die Chance, dass Sie zur Universität gehen, ist viel höher, wenn Sie in einer Universitätsstadt aufwachsen, ist viel leichter, Abitur zu machen und so weiter. Das war lange ökonomisch nicht so richtig. Also sagen wir, das war ökonomisch früher weniger wichtig, als es heute wichtig ist. Aber sagen wir, wichtiger natürlich Bildung als Basis dann hinterher für beruflichen Erfolg wird und so weiter. Also sagen, an der Stelle ist es auch sehr wichtig. Und da, glaube ich, ist das was ganz stark auch die auf Ihre Frage geht. Oder wie prägt einen das? Hier ist jetzt die Kritik an den Umfragen total berechtigt, weil die allermeisten Umfragen anfangen, Leute zu befragen, wenn die das Wahlrecht bekommen haben. Und da ist dann ganz viel der Prägung natürlich schon passiert. Also wie sehr die Kindheit und Jugend einen prägt. Wenn man aber in diesen Umfragen
schaut, wo haben die Leute in ihrer Kindheit und Jugend gelebt und wo leben die später. Dann, also der Effekt wächst sich nie ganz aus. Das bleibt etwas, was über das Leben hinweg sich in Werten und so weiter ausdrückt. Genau, aber also insofern, ich wollte nur ergänzen, ich glaube, es ist nicht nur eine Frage von Mobilität, sondern die Sachen, die Sie beschrieben haben, die sind ganz wichtig und insbesondere die Bildungschancen. Also, habe ich das richtig verstanden? Wenn ein Jugendlicher eher in einer Kleinstadt oder auf dem Dorf aufwächst, kehrt in der Regel sozusagen zu einem großen Prozentsatz wieder zurück aufs Dorf und in die Stadt, Kleinstadt? Nicht in der Regel. Ich glaube, grundsätzlich ist es ein wichtiger Punkt. Es gibt so ein bisschen dieses Bild, Corona, jetzt machen alle Homeoffice, sagen die Leute fliehen aus den Städten, ziehen aufs Land. Die meisten Leute, die tatsächlich aus Städten aufs Land ziehen, die haben schon eine Geschichte mit dem Land. Es gibt relativ wenige Leute, die bis sie 35 sind, immer in München gelebt haben und dann entscheiden, aufs Land zu ziehen. Was ich aber eigentlich tatsächlich meinte, ist mehr auch 30 Jahre ab ihrem 18. Geburtstag in Berlin, sagen, waschen nicht komplett die Prägung ihrer Kinder und Jugend heraus. Danke, dass Sie das ganze Buch gelesen haben, das freut mich. Ich versuche in dem Buch so ein bisschen zwei Akzente zu setzen. Warum schreibt man im Jahr 2021 jetzt noch so ein Buch? Ich meine, es hat sich so ein gewisser Diskurs darüber etabliert, über dieses Thema. Und ich habe eben versucht, sozusagen zwei Punkte dem ein bisschen stärker zu betonen. Das, was wir eben am Anfang besprochen haben, ist dieses, es ist nicht richtig, das Ganze immer nur als einen Konflikt, der aus ländlichen Räumen kommt, zu betrachten, sondern irgendwie die Städte tragen auch ihren Teil dazu bei, die Grünen, die Partei der Städte und so weiter. Und dann habe ich in der Tat, das würde ich auch so sehen, versucht bei der Frage, was sind eigentlich die Ungleichgewichte, das habe ich ja gerade auch schon gesagt, weniger den Akzent zu legen auf die Ungleichgewichte in der materiellen Infrastruktur und stärker den Akzent zu legen auf die Ungleichgewichte, sagen wir mal, in der kulturellen Macht oder in der Diskursmacht, in der Fähigkeit, sich Gehör zu verschaffen. Und das soll gar nicht heißen, dass die materiellen Unterschiede, die Unterschiede bei der Infrastruktur unwichtig sind. Aber ich glaube, es gibt eine gewisse Imbalance in der Art und Weise, wie darüber geredet wird, weil es eben immer als die verhältnismäßig einfache Lösung scheint, dass eben dann, wenn da jetzt mehr Busse fahren, dass das die gesamte Dimension des Konfliktes ist. Und dagegen versuche ich eben diese Punkte, das haben wir gerade schon gesprochen, über Repräsentation. Dazu gehören auch so Fragen zum Beispiel, ne, Journalismus, gibt es da noch Berichterstattung, zum Beispiel aus Berlin, die quasi weiß, wer die Leser vor Ort sind, oder gibt es sozusagen eine Einheitsberichterstattung, weil sich die Lokalzeitung keine eigene Redaktion in Berlin mehr leisten können. Das habe ich versucht, stärker zu machen. Das soll aber die anderen Aspekte nicht komplett ausschließen oder in Abrede stellen. Nur habe ich irgendwie gedacht, ich habe mehr Neues oder mehr noch vielleicht nicht so oft gesehenes zu dieser anderen Frage zu sagen. Und an der Stelle, wie gesagt, ich hatte das vorhin so ein bisschen angedeutet, als wir gesprochen haben über Frankreich, USA im Vergleich. Ne? Es gibt eben ja auch in Deutschland sehr, sehr wohlhabende ländliche Räume, in denen ja im Prinzip der Staat in der Lage ist, eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur zu finanzieren und so weiter. Und trotzdem gewinnt das Thema an politischer Bedeutung. Aber ja, also ich möchte hier nicht aus dem Raum herausgehen als derjenige, der sagt, streicht auch noch die letzten Busse. Das ist nicht meine Position. Ja, vielen Dank. Ich habe irgendwie eine Bemerkung zu dem Buch, wo mir der Titel schon nicht so ganz eingängig ist, Stadt, Land, Frust. Er könnte ja heißen, Land,
statt Allianzen. Also es könnte eine Lösung darin vorkommen. So sehe ich also eigentlich das erste Kapitel hier abgebildet, wo sozusagen die Betrachtung steht. Und jetzt fehlt eigentlich sozusagen das Lösungskapitel. Das, was uns allen so ein bisschen brennt, wir brauchen ja Lösungen. Ich kann mich erinnern, ich war vor vielen Jahren mal eingeladen in den Reichstag, da war Rainer Brüder noch Fraktionschef der FDP dort. Und was ich dort mitgenommen habe für mich aus dieser Sitzung dort, ging es um ländliche Räume, das war einfach Ratlosigkeit. Also vollkommene Ratlosigkeit unter den Regierenden, weil sie überhaupt nicht wissen, was sie mit diesen Räumen anfangen sollen. Das sind also die Problemkinder. Und so sollen wir aber nicht behandelt werden, sondern wir wollen einfach mal Lösungen irgendwann mitarbeiten können. Und dazu fällt mir ein Beispiel von gestern Abend ein, da hatte ich Stadtvertretersitzung und da stand eine Mutter, die hat einfach bedauert, und ich glaube schon seit 4 Jahren, dass ihre Kinder morgens im Regen stehen, wenn sie auf den Schulbus warten, weil dort irgendwie keine Busbude steht. Und das wäre ja gar, das ist ein Versäumnis, ein Verwaltungsversäumnis, aber das Schlimme daran ist, dass es einfach dem Dorf nicht gestattet ist, eine eigene Busbude zu bauen. Da fehlt es einfach tatsächlich, das sind nicht unsere Kompetenzen, weil da müssen wir eine Baugenehmigung für haben. Und das macht die Sache so schwierig. Das heißt, die Betrachtung eben, und das ist auch die Perspektive aus der Stadt, wir hatten das ja vorhin schon, wir brauchen einfach andere Regeln auf dem Land. Ich glaube, damit könnte eine Lösung gehen. Was ich dazu sagen würde, ist, dass ich glaube, dass als gesamtgesellschaftliches Phänomen das überschätzt wird. Also natürlich gibt es das, aber das sind eher Tausende als Zehntausende Leute. Und insofern sozusagen in der großen Gesamtheit des Landes ist das ein seltenes Phänomen. Und ich kenne den Ort jetzt nicht und kann das auch nicht beurteilen, aber ich meine, die Orte, die davon profitieren, sind ja dann zum Beispiel doch letztlich in der Regel die, wo dann irgendwie doch noch die S-Bahn aus Berlin. Ja, ich fand es total interessant, die Kommentare. Vielen Dank. Also eigentlich möchte ich das gerne zurückgeben und sagen, ich höre Ihnen jetzt ein bisschen zu. Und es ist auch die Vielfalt der Perspektiven super spannend. Dass, man könnte ja jetzt sagen, dieses Festival ist sozusagen ein Versuch, Innovation. Das erzeugt dann offensichtlich Reibung. Und insofern würde ich mich das ganz zuletzt, was Sie gesagt haben, total stark anschließen. Ich glaube, die Perspektive ist falsch zu sagen, es muss irgendwie städtischer Wohlstand in der Form von städtischem Leben umverteilt werden aufs Land, sondern ja, es muss unterschiedliche Formen, zufrieden leben zu können geben, und die müssen vor Ort gestaltet werden.